Ich befinde mich jetzt gerade in Aiklingen und wir haben jetzt 18 Uhr und das heißt, langsam ist es dunkel gekommen. Und ich will von hier aus zu Fuß zur nächsten Schleuse hinlaufen, zwischen Offensen und Oppershausen, diese Schleuse, da wollte ich drunter übernachten. Und zwar nicht allein, sondern mit meinem kleinen Bruder. Der kommt später nach. Also der hat jetzt gerade was vor, aber wenn ich dann dort angekommen bin, dann etwas später kommt er irgendwann dazu. Genau. Und bevor gleich Wanderung zur nächsten Schleuse Start kommt, ich glaube, keine Ahnung, Stunde oder eineinhalb Stunden oder so brauche ich dafür, gehe ich erstmal zu diesem Nieto rein, um dort Bier und nochmal Sachen kaufen zu gehen. Genau, das werde ich jetzt machen. So, ich habe gerade hier eingekauft, sowohl für mich als auch teilweise für meinen Bruder. Und jetzt werde ich diese ganzen Sachen hier einpacken in meinen Wagen. Ich habe gerade die Sachen eingepackt und jetzt erstmal erstes Bier trinken. Gib Ruhe. Dieses Mal, wie traditionell, immer wenn ich hier in dieser Umgebung bin, Zeller Bier trinken. Weil das ist ein Muss, wenn ich hier bin. Weil in Bremen gibt's kein Zeller Bier. Und jetzt zur Schleuse hinlaufen, Start kommt. Ich werde erstmal nach Wienhausen laufen von hier aus. Ich bin gerade dabei, durch Aiklingen durchzulaufen. Und das dauert nicht mehr so lange, bis ich dann aus Aiklingen rauslaufe. Ich bin gerade aus Aiklingen rausgelaufen und guck mal, ich habe hier diese Kopflampe hier nochmal neu gekauft. Weil das ist dieselbe Kopflampe, die ich vorhin auch hatte. Weil die alte, ihr wisst ja, da ist ja dieses Plastikding hier abgebrochen, sodass das hier nicht mehr, also diese Kopfhalterung nicht mehr halten tut. Und ich hatte das zwar mit einem Kabelbinder wieder repariert gehabt, also das zusammengeschmolzen gehabt mit diesem Hartplastik und das hat auch eine Zeit lang funktioniert, aber dann ist das doch nochmal abgebrochen gehabt und dann hatte ich mich beschlossen gehabt, diese Kopflampe nochmal neu zu kaufen. Genau. Und weil ich jetzt gerade aus Aiklingen rauslaufe und da ganz hinten, da gibt es keine Straßenlaternen bis nach Wienhausen. Deswegen habe ich mir überlegt, jetzt mal eine Kopflampe anzuziehen und dann diese Kopflampe hier anzumachen, extra um diesen Weg hier zu beleuchten. Ich bin gerade dabei, nach Wienhausen zu laufen. Ich bin gerade mittendrin dabei, nach Wienhausen zu laufen. Guck mal, ich bin in Wienhausen angekommen. Jetzt laufe ich durch Wienhausen durch. Ich bin gerade dabei, durch Wienhausen durchzulaufen, aber nicht durch die Hauptstraße, sondern durch so eine Wohnhaussiedlung und jetzt durch so einen Weg. Weil das ist ein bisschen kürzer bis zur Ortsausfahrt, wo ich dann weiterlaufen muss. Das weiß ich noch. Das habe ich mir in meinen noch vorhandenen Gehirnzellen drin reingespeichert. Das habe ich mir... Also die Erinnerung ist vorhanden, dass ich diesen Weg hier nutzen gehen sollte, damit es kürzer... Guck mal, da vorne. Ich habe mir das in meinen Gehirnzellen richtig erdacht. Das war ein schnellerer Weg bis zur Ortsausfahrt. Und jetzt noch 3 Kilometer bis zum Offensen. Da muss ich jetzt hin. Ich bin jetzt gerade in diesem Moment zwischen Wienhausen und Offensen. Und guck mal, seht ihr diese ganzen Regentropfen hier vorne? Es regnet hier rum. Das hat gerade angefangen hier rumzuregnen. Das stört mich. Das nervt mich. Das muss weggehen. Das muss weggehen. Das soll mich nicht nass machen. Hör auf damit. Guck mal hier. Ich bin in dieses Offensen angekommen. Jetzt dauert das nicht mehr lange und dann bin ich bei der Schleuse angekommen. Ich muss nach der Richtung da lang. Das heißt, weil ich gleich bei der Schleuse angekommen bin, sieht man sich gleich, wenn ich bei der Schleuse angekommen bin. Guck mal, ich bin gerade in dieser Schleuse. Also hier, da drüben. Aber ich glaube, weil mein Licht zu schwach ist, könnt ihr das nicht sehen. Und deswegen werde ich euch die Schleuse morgen in Tageslicht zeigen. Und genau, jetzt werde ich erstmal runter zur Bootschleuse runterlaufen.
Da vorne ist diese Brücke, wo ich eben gerade drauf war. Und hier vorne ist diese Bootschleuse, die ich eben gerade meinte. Die wurde jetzt hier mit so einem Balken versperrt. Früher, wo ich hier ganz oft war, da war hier kein Balken gewesen. Und dann bin ich mit so einer Billigluftmatratze die ganze Zeit diese Bootschleuse hier runtergerutscht, bis da ganz hinten hin. Das war irgendwie 5., 6. Klasse oder so gewesen, wo ich hier ganz oft geschwommen bin. Und mit so einer Billigluftmatratze dann hier runter, genau, nach da hinten gerutscht bin. Das war lustig. Das war eine richtig geile Zeit gewesen. Aber das kann ich euch morgen auf jeden Fall viel besser zeigen, wenn es wieder hell wird. Weil jetzt kann man halt nicht so viel sehen. Ich habe nicht die beste Beleuchtung. Und genau. Und das hier, das ist diese Brücke. Und genau, ich habe meinen Wagen schon hier hingelegt. Und genau hier drunter, hier werden wir heute pennen. Und ich bin jetzt gerade am Warten, bis mein Bruder kommt. Der sollte irgendwie, keine Ahnung, vielleicht in der nächsten halben Stunde oder so kommen. Oder jeden Moment. Mal gucken, wann er kommt. Und solange werde ich hier ganz genüsslich Bierchen trinken. Hier, mein Bruder ist angekommen. Moin! Freut mich, mit dabei zu sein. Und wir werden heute hier drunter pennen. Ja. Unter diesen kalten Temperaturen. Nicht nur kalt, sondern auch richtig. Ja, richtig nass schon, und durchnässt. Und guck mal, ich habe hier so ein bisschen Feuerholz gefunden. Das habe ich hier auf dieser anderen Brückenseite gefunden. Da liegen ein paar Bäume rum und so weiter. Und wir werden gleich auf jeden Fall noch viel mehr Feuerholz sammeln gehen. Extra, damit wir später ein kleines Feuerchen machen können. So, wir sind jetzt gerade auf der Suche nach noch mehr Feuerholz. Und zwar, guck mal, da ganz hinten. Ach scheiße, ich glaube, ihr seht das nicht. Aber da hinter diesem Fluss, da werden wir heute runter pennen. Aber wir müssen extra hier über diese ganze Brücke hier rüberlaufen. Extra, weil hier vorne sind Bäume und so weiter. Und wo Bäume sind, da ist auch Totholz. Und so eine Vollfettameisenhaufen. Genau. Und hier, weil hier Totholz rumliegt. Oder, ja genau, weil hier Bäume sind, könnte hier Totholz rumliegen. Was man zum Feuer machen verwenden kann. Genau, hier, ich habe einen Stock gefunden. Diesen Stock werde ich jetzt rüber zu diesem anderen Holz hinbringen. So, wir haben noch mehr Holz gefunden. Das wird alles mitgenommen und rübergebracht. So, wir haben jetzt genügend Feuerholz geholt, glaube ich. Und guck mal, wir haben hier unsere Schlafplätze aufgebaut. Und zwar hier unten auf dem Boden schlafe ich. Und hier oben auf diesen Stein, da pennt mein Bruder. Und wir haben schon die ganzen Grabkerzen hier angemacht. So, die Feuerstelle ist einsatzbereit. Und hier, der da möchte das anzünden. Ja. Wir haben gerade angezündet und das Holz ist noch viel zu nass und viel zu kalt und so weiter. Da muss Wind ran. So, da ist ein bisschen Spiritus drauf. Und jetzt kommt Flamme. Es brennt. Wir machen dieses Lagerfeuer oder wie das heißt. Es brennt. Oh Scheiße. Mein Bruder wollte gerade Frikadellen machen und als er Frikadellen reingemacht hat und Öl, dieser Öl, das hat er von mir, dann ist
Da ist dieser schmierige Topf hier runter, hier umgekippt. Schade, dass meine Filmleuchte so kälteempfindlich ist. Deswegen muss ich hier meine Kopflampe als Licht provisorisch hier dran stellen. Weil guck mal, wir haben jetzt gerade diese Temperatur. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Na, 1,7 Grad oder so. So ungefähr. Diese Temperatur haben wir jetzt gerade. Also unter 2 Grad. Und hier, ich werde jetzt mein Essen zubereiten. Ich habe hier Rostbeef gekauft. Das werde ich jetzt klein schneiden. Und eine Paprika habe ich gekauft. Und rötliche Zwiebeln, weil das sind Billigzwiebeln. Deswegen habe ich die gekauft. Und diese Gurken, diese, wie heißen die Nudeln nochmal? Korkenzieher oder weiß ich auch nicht, wie die heißen. Gebäumte Röhrchennudeln. Genau, und das werde ich jetzt zubereiten. Ich werde jetzt dieses flüssige Fleisch hier, weil guck mal, es ist richtig flüssig. Ich würde das mit diesem Taschentuch hier abtupfen. Dieses nasse hier. Und jetzt wird klein geschnitten. Jetzt wird diese rötliche Paprika beschnitten. Jetzt Zwiebelrasierung. Guck mal, meine Blasen kommen. Das heißt, ich kann jetzt meine Nudeln hier reinschmeißen. Und jetzt warten, bis weich kommt. So, die Nudeln sind fertig und die habe ich schon abgegossen. Und jetzt wird dieses Fleisch hier gebraten. Guck mal, das Fleisch ist angebraten. Jetzt kommt, kommen hier, wie heißen die Dinger nochmal? Diese rötliche Paprika und diese rötlichen Zwiebeln drauf. So, Fressen ist fertig. Das Essen, das sieht so aus. Das schmeckt voll cool, ich mag das. Mein Bruder hat zwar vorhin Frikadellen verspeist, aber der hat Bock auf noch einen Teller. Und weil ich genug gemacht habe, bekommt er gleich auch einen Teller. So, ich habe für meinen Bruder hier auch einen Teller gemacht. Das wird er jetzt auch in sich reinmachen. Hier, ich habe gerade mal ein Gute-Nacht-Bier aufgemacht. Also das letzte Bier vom Schlafengehen. Das werde ich jetzt ganz entspannt trinken. Und guck mal, hier vorne liegt mein Bruder. Der pennt schon rum. Das macht er jetzt gerade. Das werde ich nach dem Bier auch dann gleich machen. Und weil mein Bruder nur einen Sommerschlafsack da hat, und ich einen Winterschlafsack plus einen Sommerschlafsack, weil, naja gut, wir haben jetzt, ich schätze mal, wir haben jetzt so 0 Grad ungefähr. Und bei 0 Grad ist bei mir so die Grenze bei meinem Winterschlafsack. Das ist nur mit dem Winterschlafsack auf jeden Fall geht. Bei unter 0 Grad braucht man einen Sommerschlafsack zusätzlich. Aber weil ich gedacht habe, dass, weil es wahrscheinlich nicht unter 0 Grad werden sollte, also werden wird, also schätze ich mal, dass mir nur dieser Winterschlafsack ausreicht. Und deswegen habe ich meinen zweiten Sommerschlafsack an meinen Bruder ausgeliehen gehabt, damit er nicht so frieren tut heute Nacht. Das habe ich gemacht. Und jetzt scheint er wahrscheinlich gut zu pennen da drin. Naja gut, ich werde jetzt das Bier hier austrinken und dann werde ich gleich auch pennen gehen. Wenn wir noch eine halbe oder keine Ahnung, 20 Minuten noch chillen.
noch ein bisschen Musik hören und dann gehe ich pennen. So Leute, es ist soweit. Ich werde genau das nachmachen, was mein Bruder gerade macht. Ich werde jetzt pennen gehen. Guten Morgen, wir sind auferstanden. Und es hat geregnet heute Nacht. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Erst als ich gemerkt hatte, dass es voll kalt und voll nass wurde in meinem Schlafsack. Weil guck mal. Hier. Wir haben zwar unter dieser Brücke gepennt, aber weil dieser ganze Wind von dort her gekommen ist, hat das die ganze Zeit... Hier sieht man diese nasse Pfütze und so weiter. Das hat alles in meinen Schlafsack reingetropft. Genau, hier ist doch alles nass. Hier vorne, der Sack hier ist nass. Hier ist auch nur noch eine Pfütze. Und das hat genau bis hier geregnet. Also genau da, wo ich mich hingelegt habe. Hätte ich mich da drüben hingelegt, dann wäre ich trocken gewesen. Und ich hab das richtig spät gemerkt. Erst wo der Regen dann zu Ende war, habe ich das gemerkt, dass getropft wurde. Weil ich habe mich unterm Schlafsack eingemurmelt. Und ich hatte die Augen geschlossen gehabt und so weiter. Also ich hab's echt erst dann gemerkt, wo das in meinen Schlafsack reingesickert ist. Das war voll scheiße gewesen. Deswegen war das heute eine richtig kalte Nacht gewesen für mich. Mein Bruder hat nicht so viel Regen abbekommen, weil diese Wand hier vorne ihn geschützt hat. Das hier sieht man, hier ist so ein bisschen Regen dran gekommen. Aber wenn man das da drüben sieht, dann ist das alles andere trocken. Erstmal einen guten Morgen Bier trinken. Gib Wurst. Oh Scheiße, das Feuer ist aus. Aber ich weiß, dass das hier ganz kurz davor war, dass da Blasen zugekommen sind. Und deswegen denke ich, dass jetzt Kaffee fertig ist. Ich probiere das mal. Ich glaube, das Kaffee ist geschmacksgenug. Es ist fertig. Ich habe zwar für uns beide Kaffee gemacht, also für mich und meinen Bruder, aber er hat leider keine Tasse dabei. Deswegen trinkt er jetzt keinen Kaffee. So, Kaffee ist ausgetrunken, Zähne sind gewaschen, die Sachen sind vollständig eingepackt. Hier vorne ist dieser fettige, richtig überfettig. Müllsack, der vielleicht aufreißen könnte. Und wir haben die Feuerstelle hier beseitigt. Und bevor wir gleich zurücklaufen, also mein Bruder nach Hause und ich, ich werde da meine Mutter besuchen gehen, werde ich euch erstmal die Schleuse jetzt tagsüber zeigen. Also richtig. Genau, hier haben wir gepennt. Und hier vor ist diese Bootschleuse. Man sieht auch, dass hier vorne Eis ist. Genau so kalt war das heute. Und das wurde hier verbarrikadiert. Normalerweise wäre hier kein Balken dran. Und da würde das ganze Wasser hier runterfließen. Das wurde mit dem Plastikteil hier abgeschirmt. Da sollte ein Schalter sein, und wenn man an dem betätigt, dann geht dieser Balken weg und dann kann man da mit einem Boot runterfahren. Und das habe ich damals mit so einer Billigluftmatratze gemacht. Genau, da bin ich dann von hier runtergefahren bis nach da ganz hinten hin. Das war voll cool Zeit gewesen. Und genau hier haben wir auf jeden Fall sehr oft im Sommer geschwommen. Da kann ich mich sehr gut erinnern. Und ich weiß noch, ein Kumpel ist von dort, wollte von dieser Seite hier auf den Steg drauf springen und dann ins Wasser rein.
Und der ist hier aus diesen, auf diesen Steg ausgerutscht und hat sich voll lang gemault. Er hat sich da wehgetan. Und ich hatte das damals sogar auf Kamera gehabt, aber das war. Aber ich habe leider die Videodatei nicht mehr. Das ist schon viel zu lange her, auch mit einer richtigen Billigqualität. Das war, glaube ich, mein erstes Handy gewesen, dass ich das gefilmt hatte. Und genau hier haben wir uns auf jeden Fall viel oft gesonnt. Auf die Sonne gelegt oder so. Oder Einweggrill. Mit einem Einweggrill einfach eine Runde gegrillt unter einer gechillten Runde. Das war auf jeden Fall eine geile Zeit gewesen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Wir sind damals ganz oft von der Brücke hier reingesprungen und sind dann weiter dahin geschwommen. Aber das haben wir nur dann gemacht, wenn die Strömung, die hier unten ist, nicht zu stark war. Weil wenn die zu stark ist, dann könnte es ein bisschen gefährlich werden. Dass man da vielleicht da runterfällt, hier in diesen Wasserfall. Genau, das haben wir auf jeden Fall damals ganz oft gemacht. Also sind hier draufgestiegen und sind dann runtergesprungen. Und sind dann weiter nach dahin geschwommen. Genauso wie hier auch. Das war quasi so unser Spielplatz gewesen. Genau, so sieht das von dieser Seite aus. Und wisst ihr, was neu ist? Dieses Gebäude hier, das hatte früher damals auf jeden Fall ein Flachdach gehabt. Also man konnte da einfach so draufklettern. Und das hatten wir irgendwie als Sprungturm benutzt. Da sind wir vom Dach, wo das noch flach war, vom Dach da runtergesprungen. Aber man muss da ein bisschen aufpassen, weil das Wasser einfach nicht so tief ist. Also man kommt immer wieder auf den Boden an, wenn man runtergesprungen ist. Und deswegen, jedes Mal, wenn wir hier geschwommen sind, dann hatten wir auf jeden Fall immer gebrauchte Schuhe angehabt. Gebrauchte Turnschuhe. Damit man sich halt an den Füßen und so weiter nicht verletzt tut. Wenn ich in der Sommerzeit wieder hier bin und es richtig geiles Badewetter sein sollte, dann würde ich das gerne wiederholen und mit so einer Billigluftmatratze diese Bootsrutsche runter zu rutschen. Da habe ich voll Bock drauf. Es hat auf jeden Fall damals richtig Spaß gemacht. Aber ich weiß gar nicht, ob diese Barrikade von dieser Bootsschleuse irgendwann mal aufgemacht wird. Oder ob die nur jetzt kurzfristig geschlossen ist. Das weiß ich halt nicht. So, ich glaube, ich habe euch genügend gezeigt von der Schleuse. Und jetzt gelaufen wir zurück. So, wir sind gestartet. Und ich habe vergessen gehabt, dass das so im Alter von 12, 13, 14 Jahren gewesen war, wo wir die Schleuse als Schwimmbad benutzt hatten. Und wir bei geilen Sommertagen uns dort immer getroffen hatten. Und dort eine Runde zu schwimmen und sowas. Das war auf jeden Fall eine geile Zeit gewesen. Und zu dieser Zeit gab es noch keine Smartphones. Das, ich glaube, nur deswegen war es so geil gewesen. Da gab es nur normale Handys ohne dieses ganze Touchscreen und sowas. Das war auf jeden Fall eine Hammerzeit gewesen. So, wir haben Offensinn erreicht. Und ich glaube, ich nehme heute einen anderen Weg als wie gestern. Also so einen ganz anderen Rückweg. Und zwar nicht durch Wienhausen und darüber dann über die Hauptstraße bis nach Aigling, sondern so einen Waldweg. Ich glaube, genauso mache ich das. Dann, weil mein Bruder eh diese Richtung hin muss, kann ich so einen halben Kilometer weiter mitgehen. So, mein Bruder, der muss weiter nach diese Richtung lang und ich muss nach Richtung diese Richtung lang und es war auf jeden Fall voll cool Tour gewesen. Sehe ich genauso, hab mich gefreut. Leute, es ist soweit. Ich habe mich gerade von meinem Bruder verabschiedet und guck mal.
Ich kann endlich diesen Müllbeutel hier abmachen, weil ich habe hier endlich einen ranzigen Mülleimer gefunden. Ich bin gerade aus Offensen rausgelaufen, also von dort komme ich. Und jetzt muss es nach da lang laufen. Und da drüben geht es dann nach rechts rein, also nach diese Seite. Und dann laufe ich durch ein Waldstück durch. Ich bin jetzt gerade dabei, hier diesen Waldstück durchzulaufen. Der mich nach erstmal nach Scheppelse oder wie das heißt führt. Und dann nach Aigling. Und wisst ihr auch warum? Weil ich das kann. So, ich bin hier in dieser Stelle angekommen, wo hier diese verlassene Bushaltestelle hier so vereinsamt rumsteht. Und ich befinde mich hier in so einer Kreuzung. Und weil hier oben 1,7 Kilometer bis Sandlingen draufsteht und ich da sowieso lang muss, muss ich nach da lang. Also nicht nach da lang, sondern nach da lang. Genau, und deswegen laufe ich jetzt nach da lang hin. Ich merke so langsam, dass bald Dunkle kommt. Weil es wird immer dunkler und sowas. Aber das fängt an zu nieseln. Also dieses Nieselregen oder so. Aber ich bin gleich in Sandlingen angekommen. Ich bin kurz davor. Und nach dem Sandlingen, da laufe ich weiter bis nach Aigling hin. Ich bin in Sandlingen angekommen. Jetzt laufe ich durch Sandlingen durch. Und wenn ich durch Sandlingen durchgelaufen bin, dann nach rechts abbiegen. Und dann komme ich irgendwann in Aigling an. Zur Zielortschaft. Und es fängt immer stärker an zu nieseln. Das nervt mich irgendwie. Weil es eben gerade stärker angefangen hat zu regnen, habe ich mich hier für ein paar Minuten hier hingepflanzt, hier in dieser Schutzhütte. Das ist die Schutzhütte von diesem Spielplatz von Sandling. Und ich warte noch ein paar Minuten ab, bis dieser Regen so ein bisschen weniger wird, weil ich habe gerade keinen Bock drauf, meinen gelben Sack anzuziehen. Und dann, wenn er ein bisschen weniger geworden ist, dann laufe ich weiter bis nach Aigling. So, ich habe gerade die ganze Zeit gewartet, bis der Regen nachlässt. Und es hört einfach nicht auf zu regnen. Und ich habe keinen Bock mehr weiter die ganze Zeit dort rumzuwarten. Und deswegen bin ich einfach weiter gelaufen. Und hab hier meinen orangenen Sack über meinen Wagen rübergezogen. Und ich hab keinen Bock, meinen gelben Sack über meiner fetten Jacke rüberzuziehen. Deswegen laufe ich einfach so los. Das heißt, ich werde nass ankommen. Hier, ich laufe jetzt gerade durch Neuscheppelse durch. Das ist eine Ortschaft vor Aigling. Und es hört überhaupt nicht auf zu regnen. Das ist voll scheiße. Das ist richtig widerlich und dreckig. Es tropft ja überall die ganze Zeit. Ich mag das nicht. Ich mag so ein Wetter überhaupt nicht. Das stört mich. Es ist richtig giftig, dieses Wetter. So, ich bin in Aigling angekommen. Und jetzt werde ich noch einmal fast komplett durch Aigling durchlaufen. Und es will einfach nicht aufhören zu regnen. Es regnet die ganze Zeit, ohne Unterbrechung, die ganze Zeit so weiter. Es ist richtig widrig. Hier sieht man die ganzen dreckigen, ekligen Tropfen hier, die mir auf meinen Kopf drauf fallen. Ich bin heute ein bisschen früher aufgestanden, ich weiß auch nicht warum. Ist halt so. Ich mache hier gerade einen Spaziergang. Und wisst ihr auch warum? Weil ich das kann. Guckt euch mal an, wie viel Fett diese Vogelscheuche da vorne hat.